So. Uiuiui. Da bist du ja wieder. Ja, bereit, um in die Inni zu gehen. Ist sie wirklich bereit? Geh doch mal kurz in dich rein. Ach nee, eigentlich nicht. So. Weil ich nicht weiß, was mich da erwartet. Was? Bestimmt etwas... Ja. Ja, weiß nicht. Ist übrigens eingefallen, was wir noch zusammen zocken können. Aber ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Mhm. Bruschus, danke für 1000 Bits. Vielen, vielen Dank. Du bist doch verrückt. Du verrücktes Hühnchen. Echt? Was ist dir eingefallen? Wie gesagt, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt. Also, wenn ich jetzt mich wiederhole, nimm es mir ruhig übel. Okay. Nimm es mir nicht übel. Nee, die erste Antwort ist immer die richtige. Resi 5, ne? Kann man doch zusammen. Stimmt. Ja, klar. Stimmt, ja. Ja, hattest du schon erwähnt, aber ja, unbedingt. Das habe ich schon so oft. Ich glaube, das hast du schon 2 oder 3 Mal erwähnt. Ja, aber ich habe sogar schon 3 oder 4, 5 Mal durch, aber es macht einfach zu zweit einfach nur Spaß. Ja, ja. Gerade wenn man sich nebenbei absprechen kann, dann ist das wirklich super. Nee, ich freue mich. Ja gut, wir haben einiges, ne? A Way Out und dies und das und so. Ja, dann noch die Spiele, zu denen ich dich zwingen werde. Die in deinem Vertrag stehen. Ja, kannst du fast alles, aber wie gesagt, bei WoW bin ich absolut und komplett raus. WoW habe ich dich aber auch nie gefragt. Was war das denn noch? Nicht WoW. Nee, aber was war denn das andere? Tschüss. Ciao. Ich hatte dich nur eigentlich nur für Fiesta, also 14 und Herr der Ringe gefragt. Weil so weiß ich, magst du nicht. WoW auch nicht. Ein anderes MMO hab ich sonst nicht. Es ist nicht, dass ich ESO nicht mag, ich kann damit einfach persönlich nichts anfangen. Das ist genau wie Witcher, ich guck gerne zu, aber ich will es nicht spielen. Man kann hier alles abschließen und die Sachen sind auf jeden Fall super sicher. Ach so, er geht ins Bett jetzt, ne? Ja, er geht ja so kurz mit dem Hund und dann geht er pennen. Ja, dann gute Nacht natürlich. Sorry, ich habe das jetzt anders verstanden. Bis wirklich. Ach ja, ich liebe es zu warten, nicht der einzige Nachteil am GD sein. Aber warte, was ich mal machen kann. Da kann ich meinen Kostüm einmal ändern. Bis später, Silie. Okay, der ist gut, den habe ich noch nicht gehört. Dann kann ich immer mit was anderem da rumlaufen. Ich meine, ich kenne ja Petra Silie, aber bis später Silie ist... Petra Silie? Die Petra Silie, ja. Geil. Na, geht. Petra Silie. Petra. Petra. Tschüss im Dorf. Das ist auch nicht schlecht. So, mein neues Kampfoutfit. Oh. Sieht eher aus wie ein... Guck mal, wer ist? Oh. Wer ist denn da? Hybrid. Ah. Hybrid ist da. Was ist das eigentlich immer für ein Zufall, dass ihr euch seht? Es ist aber zurzeit echt. Ich habe ihn ja vorhin, als ich reinkam, auch gesehen. Ach so. Das war aber auch zufällig. Na, gestern bist du Luna zufällig über den Weg gelaufen. Stimmt. Gestern bin ich Luna zufällig über den Weg gelaufen. Das ist halt cool, wenn ich jetzt endlich mal sehe, ne, wer ist. Durch jo. Die Anzeigen da. Na, cool. Wobei das ja jetzt halt auch wirklich komplett unbeabsichtigt war. Ach. Ja, das war reiner Zufall. Hallo, mein Vater heißt Rainer, ja? Ich hoffe, das war kein Zufall. Wir machen Winke, Winke. Okay, der ist gut. Rechte, dann die Linke. Wir machen Winke, Winke. Oh mein Gott.
Und so viele sind heute halt auch gar nicht online, glaube ich. Okay. Bist du auf Shiva? Ich bin immer auf Shiva. Also, mit dem Charakter immer. Nur mit dir bin ich woanders. Ja, ich bin es halt nicht wert, dass man mit dir auf Shiva spielt. Das lag eigentlich eher. Na doch, du. Hä? Privat sind wir auf dem Namen. Dein Stream-Charakter ist doch auf Shiva. Du willst nur nicht spielen. Habe ich nicht behauptet. Du hast aber auch nicht gesagt, dass du mitspielen willst. Ja, mach also, mal lieber fragte. Deine Dinger da erstes Mal fertig. Das ist wichtiger. Ich kann dich ja nachher noch hochleveln. Also, was heißt hochleveln? Aber ich kann dich nachher noch ein bisschen begleiten. Sobald die 15 also geknackt ist. Also quasi, Escort. Ja, ich würde dir dann helfen. Dich versuchen in die ersten. Ja, zumindest in die erste Inni. Zweite schaffst du, glaube ich, nicht. Wann ist die erste? Sehe ich die überhaupt noch hier? Oh Gott. Das war nicht. Da. Das ist Tassa. Stufe 15. Bin ich eigentlich? Weiß ich gar nicht. Und warte, du warst. Das sehe ich gerade gar nicht. Stufe 8, 9, 10. Müsstest du online kommen, dann würde ich das wahrscheinlich sehen. Boah, ich hatte das CD auf irgendwas zu warten. Was wartest du nochmal jetzt genau? Dass ich in die Indie reinkomme. Ach so. Tja, hab ich auch gesagt. Kann man nicht viel machen gerade? Kisselchen auf Rüsselchen, oh mein Gott. Die Arschkarte. Ich weiß gar nicht. Ich glaube doch, meistens scheitert es an den Heilern. Also, warte mal. Kann ich ja nochmal auf den Marktplatz gucken. Da wollte ich jetzt eh nichts zu tun. Marketplace. Oh Gott, frisches. Es spinnert schon wieder. Ja, ich weiß nicht, ich habe die Hoffnung aufgegeben. Oh! Okay, jetzt kann ich. Jetzt habe ich die Group, sofern. Die Vollwart wird sie. Juhu, Anytime! Jetzt aber. Sieht aber geil aus. Jetzt geht's richtig los. Sie ist, glaube ich, auch ganz schön. Schneekleid. Könnte das für eine Inni sein? Könnte. Ja, hast du recht. Vogelgrippe, ey. Was für eine Vogelgrippe? Ja, genau, eben die. So. Doch, jetzt hab ich's. Die Hotel. Wir haben hier aus dem Gebitze raus. Was, du willst aus der Hobbitze raus? Aber aus dem Gemetzel raus. Ach, aus dem Gemetzel, ach so. Du auch sagen, ey. Hey doch. Nee. Natürlich. Okay.
Oh, wie gemein, der liegt am Boden und die haut trotzdem noch drauf, Alter. Ja, natürlich. So. Die Musik ist aber schön. Fällt mir. Ich weiß nicht, ich höre ja nichts. Nee. Oh, warte mal, ich kann mal ganz kurz mal so. In Turn habe ich Twitch. Okay. Ja, was ich so gehört habe, klingt, glaube ich, ganz gut. Das ist halt nur so ein. Also so ein ganz sanftes Geklinge. Aber ganz sanft. Aber ganz sanft. Ist sowas von sanft, das kriegt man kaum mit. Oh, ich liebe hier Eis in Final Fantasy, ne? Eis. Eis. Den Zaubermannstuhl, oder? Ja, yeah, also eigentlich alles, was. Also Fieber oder. Halt alles, was mit Eis animiert ist. Ja, oder so Kristallhöhlen. Das finde ich, wird in Final Fantasy immer richtig geil dargestellt. Wie hier zum Beispiel. Das sieht mega geil aus. War schon ganz hübsch. Also, sowas stehe ich halt mega. Nicht nur, weil Blau meine Lieblingsfarbe ist, sondern weil es auch wirklich auch richtig schön aussieht. Nicht nur, weil Blau deine Lieblingsfarbe ist, sondern auch dein Lieblingszustand. Yes! Nein, ich bin nicht gerne betrunken. Ich bin echt nicht gerne betrunken. Okay. Liegt aber eher da an den Tag das danach. An dem Tag danach und das, was man tut, wenn man betrunken ist. Also manche, Kotzen? Nicht alle. Kotzen. Nee, nicht unbedingt. Das ist dann schon mehr als betrunken. Ja, aber es gibt ja, zum Beispiel irgendwelche komischen, verwirrende Nachrichten oder sowas schreiben und sich am nächsten Morgen fragen, oh Gott, was habe ich da schon wieder angestellt? Und das habe ich tatsächlich immer. Und ich weiß nie, wieso ich in welchem Zusammenhang da Sachen geschrieben habe. Also es waren nicht schlimme Sachen, aber es waren manchmal so Sachen, wo du dir denkst, war ich behindert? Muss ja auch nicht immer was Schlimmes sein. Nee, es sind halt diese Sachen, die dir dann noch Monate später vorgehalten werden. Weil sie einfach so komisch waren und du dir nur denkst, oh scheiße, wie blöd war ich eigentlich? Was hab ich da nur zusammengekritzelt? Ja. Also die ein oder andere Nachricht an Frisches damals, bevor wir überhaupt zusammenkamen. Also was ich da manchmal, wie an einem Wochenende, wo ich ja da Ostern verbracht habe mit dem einen Kumpel, und wir etwas zu tief ins Glas geschaut hatten. Aber. Ich habe mir am nächsten Tag noch durchgelesen, was ich da alles als Fotos geschrieben habe. Und in einer Rechtschreibung, die war nicht von schlechten Eltern. Und ich glaube, Fotos musste ich am nächsten, oder musste ich die währenddessen gedacht haben, so, Alter, was geht bei der ab, ey? Ja, hast du doch nicht mehr alles. So war sie unterirdisch. Da kam mal, oder dann halt auch, dass ich vergessen hatte, dass er mir seine Nummer gegeben hatte über Facebook damals. Oh Mann. Und mir ist es dann aber erst, als ich das zweite Mal wach geworden bin, dann war ich dann ja schon sauer, als mir das erste die Schuppen vor den Augen gefallen, habe ich erst mal schnell auf WhatsApp geschrieben. Und er dann so, oh, du kannst dich auch nochmal melden. Und du denkst dir dann so, oh Scheiße. Oh Mann. Aber ja, ich glaube, das kennt irgendwie jeder. Ich weiß gar nicht, ob er zu dem Zeitpunkt unterwegs war oder sowas. Ich weiß es gar nicht. Ich kriege das gar nicht mehr so genau zusammen. Jedenfalls habe ich dann am nächsten Tag von einem Kumpel von uns beiden
dann Videos und so weiter gekriegt. Stimmt, von dem Konzert, wo sie ein, zwei Tage vorher gewesen sind. Die beiden waren vorher auf dem Konzert. Und ich habe dann zwei Tage später von dem einem Kumpel, über dem wir uns ganz entfernt halt kennengelernt hatten, dann halt Videos und so weiter von dem Konzert gekriegt. Und musste irgendwo mein Handy auf Stumm schalten. Ich war irgendwann so genervt und habe einfach nur gesagt, Alter, lass mich in Ruhe. Ich bin ja Fan, ich bin, ne, am Ausdüchtern. Ja, war schön. Hat Spaß gemacht. Ausnüchtern kann aber auch sehr böse sein. Mhm. Gerade wenn es im wachen Zustand passiert, das ist wirklich böse. Da, ja. Da stirbt man. Ja. Wenn du so pennst, ist das ja relativ mal klar. Dir geht's auch nicht gut, aber du schläfst halt. Aber wenn das im wachen Zustand passiert, nee. Da kannst du dir auch direkt eine Stelle beim Friedhof suchen, dich da zu gesellen. Klappt es denn vor seinem Foto? Ja, wieso? Ja, ich Ja, ich bin nur manchmal wieder verwirrt. Weil wie gesagt, man. Das weiß das, ich. Das ist ja wegen diesem Scheiß immer wieder auf Tab drücken. Damit du diesen scheiß Gegner anvisierst. Und in diesem Gefecht ist das aber so scheiße. So dass ich dann mich manchmal wundere, dass ich gar keine Angriffe mache. Ja, wenn ich jemanden anvisiert habe, geht das auch nicht. Ja, das stimmt. So, aber ich kann halt mit WR, also mit WASD verdammt schlecht die Kamera steuern. Also es geht, aber da ich das so selten mache, oder ich komme immer auf andere Tasten, auf die ich nicht kommen möchte. Tasten. Hier sind halt immer so Sachen. In Inis, die ich nicht kenne, gehe ich halt nicht logischerweise auch nicht gerne rein. Nee, jetzt verstehe ich wohl. Aua. Piu, piu. Ist die alle platt? Und bei dir? Ja. Schon alles gesehen. Du hast den Rundumblick. Ja, sozusagen. Manchmal. Manchmal ja. Ist das Ding tatsächlich Yeti? Ja. Okay. Denk ich mal. Weiß es gar nicht. Ja, der Große da. Ja, doch, da ist Yeti. Scheiße, jetzt habe ich jetzt schon wieder was verstellt. Oh Gott sei Dank. So, weiter geht's. So, Leute, ihr müsst mit eurem scheiß Beutegut hier die ganze Zeit mein Inventar voll. Kannst du das nicht ablehnen? Das weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ah, ja, gut. Ich glaube nicht. Ich bin mir nicht sicher. Weiß es gar nicht, ob die Final Fantasy 11 Server, ob es die noch gibt. Offizielle zumindest. Oh Gott, das kann ich auch nicht sagen. Das habe ich ja auch mal gespielt. Also FF11 würde ich wahrscheinlich heutzutage nicht mehr anfangen. Nee, nein, heute nicht mehr. Gottes Willen. Ich weiß, obwohl ich das angefangen habe. Ich mit einer guten Freundin damals angefangen. Wieder gezockt. Dann dachte ich mir irgendwann so, jetzt erkundest du mal alleine so ein bisschen die Welt. Ja, es war ein sehr
beschissener Fehler. Ich bin irgendwo in eine Wüste gekommen und da hat mich so ein riesen Viech angegriffen und ich dachte, okay, jetzt bist du am Ende. Und dann hat, ich weiß gar nicht mehr, ob das jetzt irgendwie, ob er jetzt vom Himmel kam oder aus dem Boden. Dann kam ein riesiger Ifrit neben mir raus und ich dachte, okay, jetzt bist du noch mehr am Arsch. Aber nee, das war ein Beschwörer, der mich eigentlich gerettet hat. Ja, warum nicht, dann, ne? Dann hat er so gesagt, also mit deinem Level hier ist das, ja, ich habe mich ein ganz kleines bisschen verlaufen. Ja, dann hat er mich mit in die Stadt zurückgenommen und ja. Was ich cool finde, dass es hier die Kruzigatoren gibt aus FF12. Was? Diese komischen Viecher, die ich hier gerade, oder den einen, den ich gerade fett gemacht habe, der seinen Maul so komisch aufmacht, wo die Augen in seinem Mund sind. Okay. Kann ich dir gleich draußen dann mal, also, gleich mal zeigen. In deinem Bestarium. Nee, mein Bestarium, doch, in meinem Bestarium habe ich eins, aber ich glaube, da gibt es keine Großansicht für die Viecher. So. Aber ich kann dir Bild zeigen. Na, FF11 weiß ich nicht, wie gesagt, also, ja, auf jeden Fall, ich hab's halt noch, also original hier mit Verpackung, Anleitung und alles in meinem Schrein stehen und da bleibt's auch. Nochmal spielen würde es definitiv nicht. Also es kommt auf jeden Fall nicht an FF14, aber es ist halt auch Geschmackssache. Ich denke mal, da konnte man wahrscheinlich auch wirklich viel erreichen, wenn man da am Ball wahrscheinlich geblieben wäre. Wie eigentlich fast jedem MMO, denke ich, wenn man ja aktiv spielt. So die Voraussetzung. Uiuiui. Was war das denn? Oh, ein, ich muss mich an der Tür setzen, weil ich so nicht mehr sitzen kann. Da schlafen die Beine ein? Ja. So langsam. Oh Gott, Fenrir. Fenrir kenne ich aus anderen Final Fantasy Teilen. Ist meistens nicht gerade nett. Gott, siehst du geil aus, ey. Ich will dich haben. Sehr, ja, Fenrir. Warum? Fenrir ist geil. Hat doch auch Dings, glaube ich, so eine Anlehnung sein, Cloud bei Advent Children auf seinem Schulterpanzer. Ist doch so ein, so ein Wolf mit so einem Ring. Das ist doch, glaube ich, heißer. Ja, ich sag Fenrir, du sagst Fenrir. Ja, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich auch nicht, Fenrir. Aber ich habe schon immer Fenrir gesagt. Also. Ist ja aus der nordischen Mythologie. Yep. Warum springe ich eigentlich jetzt mal? Was bringt mir das? Nicht. Was bringt mir das zu springen? Vielleicht, weil. Nein. Ach so. Ich hab doch noch gar nichts gesagt. Oh, ist doch besser so. Das war nicht nett. Aber du bist ja auch nicht hier, um nett zu sein. Nee. Ich bin hier, um zu unterhalten. Und Spaß zu haben. Das beinhaltet auf jeden Fall nicht, zu mir nett zu sein. Nein. Nein. Nein, ich bin eingefroren. Einmal frotzen. Einmal frotzen, gleich tot. Rosie. Frotzen. Frag Frisches. Ja, ich glaube, aber er ist ja nicht mehr da. Er lurkt. Wie immer. er ist AFK. Er ist im Lurk. Er ist away from Kibuk. Er ist im Lurk. Nein, ich sag das nicht mehr. Ja, ich pack das Wort auf die Blacklist. Das hält mich davon ab, es zu sagen. Doch, tut es. Oster. Nein. Doch. Nein. Dann sag wenigstens Lurk. Nein, ich möchte nicht. Doch, tust du. Nein. Gruppenzwang.
bitte? Gruppen zwar. Ja. Okay. Ja, wie die kleine Samtfote. Oh, ganz schön windig da. Gruppenzwang. Ich habe meinen anderen nicht schon lange akzeptiert. So, Sequenz. Oh. Und das ist sowas von umfassend gerade. Gerade ein Abo geschenkt bekommen. Echt? Ja. Sonst was? Für. Warte. Darf ich das sagen? Ist da eigentlich Werbung? Nein. Achso. Für Twitch. Ich dachte gerade, hä, wo hast du den Abo? Nee, ist eine andere Streamerin, so wie ich das jetzt gerade sehe. Ah, okay. Hä, warum? Ja, weil dir jemand das geschenkt hat, scheinbar. Ja, aber warum? Das war wahrscheinlich via Gruppe und Gruppe ist Zufall. Boah, wenn ich den finde, ey. Weil. So, jetzt aber Klappe. Ich bin Iselle, auch bekannt als Eisherz, nach der du suchst. Gewalt, Blutvergießen, Trauer. Ein ewiger Kreislauf. Hast du noch nicht genug davon, Kriegerin des Lichts? Ich habe schon zu viel Leid erlebt. Ich werde dem sinnlosen Krieg zwischen Drachen und Rittern ein Ende setzen. Bald wirst auch du verstehen. Streife den Schleier der Vorurteile ab und erkenne die Wahrheit. Wir streiten für ein gemeinsames Ziel. Für Eorzea. Für Heidelin. Okay, die war cool. Du darfst den nächsten Strich machen. Okay. Ist gemacht. Super. Ich muss sagen, er ist noch schöner als der davor. Oh, das ist toll. Ja, er erinnert mich so ein bisschen an einen Strich. Wahnsinn, oder? Ja, geil. Ja, ich bin auch komplett... So, der wie viele Strich war das jetzt? Wir sind jetzt bei 11. Das heißt, ich schaffe das tatsächlich heute mit dem 15. Und das vor 23 Uhr. Yes, das ist toll, ja. Oh, ich fand, zumindest die Outfit fand ich mega geil. Zu ihrer Person selber kann ich noch nicht viel sagen. Schon wieder rumgesabbert? Hä? Ich habe nicht gesabbert. Ich habe gefragt, wird ihr schon wieder rumgesabbert? Nur wegen dem Outfit. Hier, das sind die Viecher. Aber da der mich gerade nicht angreift, macht er leider aus dem Maul nicht auf. Aber die sind aus FF12. Okay. Finde ich cool. Weißt du ungefähr wann? Also relativ am Anfang oder eher weiter später, weil ich habe FF12. Ich weiß nicht, bis wohin gezockt und dass ich auch nur einmal, wo es rauskam. Also ich meine, du kannst sie schon relativ am Anfang finden. Da sind sie aber nur vereinzelt da. Okay. Also einer als stärkerer Gegner in den Anfangsgebieten, glaube ich. Später siehst du sie ganz oft. Spätestens, wenn du in so einer Eiswüste bist, da siehst du sie auf jeden Fall. Also wie hier.
Gott, ich weiß gar nicht, wo bin ich denn, wo habe ich denn damals aufgehört? Garland, kann das sein? Gibt's denn da? Der Richter? Ach, keine Ahnung, was weiß ich. Irgend so ein Typ im Helm und... Ja, das kann es sein, das sind sehr viele. Ja, ich meine aber den einen mit dem Helm. Ja! Ich stell dich mal ein bisschen an. Gabrant. Ja, das kann... Also es war auf jeden Fall nicht der Endboss, aber es war auch nicht ganz am Anfang des Spiels. Und den habe ich irgendwie nicht gepackt und dann habe ich nur in das Spiel aufgehört und dann habe ich es auch nie wieder gespielt. Oh, Minfidi hat sich mal was anderes angezogen. Ja, ist ja auch kalt da oben. Ja, aber alle anderen laufen ja auch noch in ihrer normalen Richtung. Du stehst da mit deinem Kleidchen rum. Ja, und? Lass mich doch. Ich find's immer schön. Ja, es ist frisch um die Beine, ne? Ja. Ja. Gut, ne? Ja, weiß ich nicht. Ich find's ganz gemütlich. Ja, dann ist ja schön. Ich mag halt Beinfreiheit. Ja. Das scheuert nicht so. Beinausdruck will ich auch haben, die ist cool. Ja. Aber die gibt's wahrscheinlich nur für Männer. Musst du dir umschneidern lassen. Hast du eigentlich mal die Magitech-Maschine benutzt? Ja, voll geil. Die habe ich sogar schon relativ oft benutzt. Ich habe sie nur leider noch nicht in der Liste unten. Leider. Sind das nicht diese Roboter? Ja, FF6 ist auch ein tolles Spiel. Muss ich unbedingt noch spielen. Ich finde damit eines der besten aus der Reihe. Schließfächer. Luna! Der epische Abgang bei den Schließfächern. Wunderbare Schließfächer. Man kann ja alles abschließen und die Sachen sind auf jeden Fall super, super sicher. Ja, Kefka, genau. Aber Ultros ist auch geil. Es greift, dass er allein und später ist er so stolz, super, dass er Rezeptionist super, super ist. Ja. Super, super, super sicher. Wunderbare Schließfächer. Wie geil ist das, dass das Ding jetzt Alert gibt. Ich feiere das immer noch. Tja. Wunderbar. Ja, super schön. Wir hätten das wenigstens synchronisieren können. Biber Bobbika. Ja, Bobbika. Ja, der war genau. Ach, Leute. Funkel. Im Moment, wenn man weiß, dass man immer noch Ewigkeiten braucht, bis man aus dieser scheiß siebten Ära raus ist. Denk doch nicht weiter drüber nach. Tue ich aber. Ja, das ist aber der Fehler. Ja, aber ich will eine neue Waffe. Nur Waffe. Oder die 60er.